Neues Jahr, wir haben es vorher an der Pressekonferenz gehört. Es hat ein bisschen viele Frauen im Team. Bist du froh, ist der Ralf noch dabei? Ja, definitiv. Die ganzen Frauengespräche hier, wenn du die musst anhören, 14 Tage lang in einem Trainingslager. Nein, ist super. Aber sicher auch gut, dass der Ralf dabei ist. Er ist, wie soll ich sagen, ich kenne ihn von vorher, als Athlet und Rennfahrer. Und so ist für mich immer noch in dem Sinne so ein bisschen der Rennfahrerkollege. Darum passt es ganz gut, so also jetzt ihn noch zu haben als Teammanager. Lässt er sich auch noch jagen im Training? Ja, immer noch. Sicher Nizzi draus im Downhill, immer noch, ja, definitiv. Wenn wir jetzt gerade beim Nizzi draus sind, du bist ja relativ so, auch wenn man das Setup vom Bike anschaut, recht abfahrtsorientiert. Du fährst die breitesten Felgen im Feld, bist einer der ersten, der Drop-A-Post drauf hatte. Mhm. Und wenn man letzte Woche gesehen hat, Rivera, wie über den Drop-Up gekommen ist, dann hat man das Gefühl, irgendwann willst du nur noch abwärts fahren. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, abwärts fahren macht mir schon immer wie mehr Spass. Ich habe mich auch relativ auf das konzentriert, die Saison oder den Winter. Und ja, es gefällt mir schon extrem. Aber suchen, fahren gefällt mir immer noch. Es geht einfach leider ein bisschen länger als runterfahren und es gehört einfach trotzdem noch dazu. Aber runterfahren habe ich einfach immer noch, ich habe mir überlegt, schlussendlich, es gibt ja andere Sportarten, die nur abfahrtsorientiert sind, logischerweise. Und ich habe mir einfach so ein bisschen die als Vorbild genommen und gesagt, hey, bei uns im Cross-Country ist das Ganze wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift. Und das ist so also von der technischen Seite her oder von der Fahrerseite her? Beides. Also sei das Material und auch vom Fahrtechnischen her. Und gerade vom Fahrtechnischen her ist mir beispielsweise mit der Stütze, die oben ist, im Cross-Country eingeschränkt. Also man kann sich nicht ganz gleich bewegen wie ein Enduro- oder ein Downhill-Fahrer. Und das war mal Anfang Grund, dass ich mal mit dieser Stütze angefangen habe, mit der Dropper-Post. Und das nächste Problem ist halt beispielsweise Draht, du hast Platte im Cross-Country, wenn du irgendwie über etwas abtätschst. Und ja, darum habe ich da so ein bisschen weiter orientiert. Mit den breiten Felgen. Und darum hast du jetzt auch das Training umgestellt und hast gemerkt, dass ich, da brauche ich mehr Pfupf in den Scheichen und im Oberkörper, dass ich das alles heben mag. Ja, das kommt dann noch ein bisschen dazu. Nein, es war eher gerade umgekehrt. Ich habe gemerkt, ja, wenn ich mehr Power habe, dann kann ich ganz in dem Sinne die Power auch ausnutzen, sei das nicht nur beim Opsi fahren, sondern neue Kurven, dass du kannst beschleunigen kannst, dass du Kurven in dem Sinne nicht nur als Bremse musst anschauen, sondern dass du nach der Kurve raus kannst beschleunigen und dass du aggressiveren Fahrstil kannst entwickeln kannst, wie es halt im Downhill oder im Enduro-Bereich auch ist, dass du dein Rad oder den Pneu in dem Sinne wirklich in die Kurve reindrückst und nicht nur so passiv um die Kurve fährst. Und Dass das Gelände eigentlich auch ausnützt ist und ja, mit dem Schwung genau, auf dem Pumptrack mässig genau. Und, so. Ja, und dass der Göppel nachher auch hebt. Ja, ganz genau. Das ist halt das Problem, wenn du beispielsweise jetzt eine schmale Felge fährst. Entweder lädt es dir irgendwie den Pneu runter, ab der Felge oder du musst mehr Luft rein tun, aber dann hast du nicht den ganzen gleichen Grip. Und ja, ich würde schon sagen, mit einer breiten Felge hast du in dem Sinne schon einen Vorteil, der vor allem im abfahrtsorientierten Bereich dir entgegenkommt. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, eben das Training ein bisschen umgestellt, ein bisschen mehr Krafttraining. Früher hast du extrem viel mit den Brüdern trainiert, die sind eine Zeit lang auch noch im gleichen Team gefahren, also für die gleiche Marke. Jetzt bist du so, habe ich das Gefühl gehabt, wenn man so ein bisschen geschaut hat, eher so ein bisschen allein unterwegs gewesen über den Winter? Nein, allein eigentlich gar nicht. Ich war lange in Südafrika, da bin ich gerne in der besten Gesellschaft gewesen, vom Trainieren her. Ich war nicht mehr so viel mit dem Luke unterwegs gewesen. Das ist so. Er hat eine Familie, ist im anderen Team. Das ist der Winter, unser Kontakt ist sicher ein bisschen zu kurz gekommen, das stimmt. Aber allein bin ich gar nicht unterwegs gewesen. Könnte nicht und will ich auch nicht. Also, wenn du mit anderen kannst go biken, Nizzi fahren, Opsi fahren, ist immer das Schönste. Wenn du in einer Gesellschaft bist, die dich jemand ein bisschen fordern kann und ja, halt Fun hast und allein hast du halt das schon weniger. Das ist verständlich. Du bist als Neo U23-Fahrer regelmässig, also in der ersten Saison schon auf das Podest gefahren. Mhm.
Also dein Werdegang ist so aufgegangen. Und in den letzten Jahren hast du dich so etabliert. Mhm. Immer. In so Weltranglisten, auch wie jetzt bist. Jetzt bist du gerade Fünfter. Weltcup bin ich Fünfter. Weltcup bist du, ja. Oder Weltrangliste. Siebter. Siebter und Siebter. Bleib und jetzt bewegst du dich immer so ein bisschen in dem Kreis. Zwischen dir kommt mal der Pfupf wieder führen. Mhm. Und dann hebt es wieder ein bisschen an. Wenn kommt der ganz grosse Schritt jetzt nochmal nach vorne. Hast du das Gefühl, jetzt durch das Training, das du mehr gemacht hast, mit dem neuen Material, dass du dort immer ein bisschen empfehlen bist, dass es diese Saison jetzt klappen wird und dementsprechend auch für Olympia klappt? Es ist ja so, so näher, dass du an die Spitze kommst, so mehr flacht eigentlich die Kurve von oben ab. Also alles, was du investierst, du musst viel, viel mehr investieren, dass du in dem Sinn noch besser wirst, im gleichen Verhältnis. Also von Top 20 in Top 10 ist einfacher als von der Top 10 in Top 5. Und von der Top 5 einen Weltcup zu gewinnen, ist noch einmal schwieriger. Ich will grundsätzlich meinen Verlauf ähnlich beschreiben wie du, aber ich habe sicher in den letzten zwei Jahren habe ich wieder einen Sprung machen. Ich bin vor allem auch konstanter geworden. Und jetzt auf diese Saison wollte ich eigentlich noch einen Schritt vorwärts machen. Und das wirklich in Top 3. Das ist mein Ziel. Und, ich habe jetzt viel mit dem Material der probieren rauszudüfteln, was mich noch schneller machen kann, dass ich eben in der Abfahrt beispielsweise schneller bin. Aber trotzdem auch, dass ich den Berg aufkomme, dass ich mehr Power habe und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Puzzleteile, die zusammenkommen. Und ich hoffe und ich glaube auch daran, dass sie dieses Jahr zusammenkommen und dann kann ich wieder einen Schritt machen. Wenn wir schon jetzt von diesem Jahr reden, gehen wir schon mal einen Schritt weiter. Ende Jahr ist wieder Swiss Epic. Du hast zweimal gewonnen. Und jetzt hört der andere einfach auf. Ja. Suchst du einen neuen oder sagst du, okay, Bucketlist erledigt, zweimal gewonnen. Jetzt mache ich mal früher eine Ferien. Ja. Der mit den Ferien klingt aber schon sehr verlockend dieses Jahr. Es ist die ganze Geschichte um Olympia. Es ist eine stressige Saison. Ehrlich gesagt, ich weiss noch nicht hundertprozentig, ob ich wirklich dabei bin. Sprich, ich habe ja momentan auch noch keinen Partner oder Partnerin. Darum, in dem Sinn, kann ich es noch nicht ganz so beantworten. Aber die Ferien nach der Saison, nach der Cross-Country-Saison, hat aber auch. Das ist schon ein grosses Ziel von mir, die mal richtig können zu ausleben. Du könntest ja Flow mit einer Partnerin fahren und dann wäre es ja schon fast Ferien. Ja, genau, ja, du musst trotzdem noch hochfahren. Aber ja, hey, ich weiss im Fall noch nicht. Swiss Epic ist die beiden Mal, die ich jetzt gefahren bin, wirklich hure hart gewesen. Also wenn du gewinnen willst. Und, aber es war eine super Erfahrung, es war wirklich ein cooles Rennen. Aber ob ich es das erfahre, hey, ich kann es dir noch nicht sagen. Ich schaue mich jetzt wirklich Rennen für Rennen. Und irgendwann ist der September und vielleicht entscheide ich mich noch zu fahren. Gut, sehen wir dann. Danke vielmals, viel Glück. Ja, danke. Die Saison noch und wir sehen uns hoffentlich ein paar Mal noch. Und hoffentlich zu einem Siegerinterview. Ja, das wäre langsam Zeit, ja. Gut, wäre Wahnsinn. Danke vielmals. Danke.